Die Maus Levi präsentiert A1 Empathy Challenge Teil 1. Meine Gefühle, deine Gefühle. Diese Challenge ist Teil des Youth Start Entrepreneurial Challenges Programms für die Primarstufe. Du weißt gerade nicht, was mit dir los ist? Finde es heraus. Finde heraus, wie du dich gerade fühlst. Bist du wütend, bedrückt, erschrocken, erschöpft, besorgt, empört, angeekelt, einsam, verzweifelt, ungeduldig? Bist du kraftvoll, erfreut, zuversichtlich, neugierig, begeistert, erleichtert, zufrieden, stolz, dankbar? Du siehst, es gibt sehr viele Wörter für Gefühle. Lerne sie, damit du dich selbst besser kennenlernst. Frage dich selbst, wie fühle ich mich gerade? Sagen wir, du bist wütend. Warum bist du wütend? Du bist wütend, weil du etwas brauchst. Etwas, das du jetzt gerade nicht hast. Hinter jedem Gefühl, das wir haben, steckt etwas, das wir brauchen. Wir nennen es Bedürfnis. Wenn wir uns wohlfühlen, dann haben wir das, was wir im Moment brauchen. Wenn wir uns unwohl fühlen, dann gibt es etwas, das uns jetzt gerade fehlt. Es ist nicht einfach, immer genau zu wissen, was man braucht. Um es herauszufinden, könntest du dich fragen, was ist es genau, was ich gerade brauche? Möchtest du selbst bestimmen, was du als nächstes tun willst? Brauchst du jemanden, der dir zuhört? Brauchst du jemanden, der für dich da ist? Möchtest du gerne etwas gemeinsam mit anderen machen? Brauchst du eine Pause? Wünschst du dir, dass dich jemand ganz festhält, damit alles wieder gut wird? Möchtest du gern spielen und Spaß haben? Ist dir wichtig, dass alle gleich behandelt werden? Möchtest du das, was du gerade machst, alleine schaffen? Soll das, was du machst, für dich einen Sinn ergeben? Brauchst du etwas zum Essen oder Trinken? In der Klasse könnt ihr 2 Uhren aufhängen, die euch helfen, über eure Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen. Eine Gefühle-Uhr und eine Bedürfnis-Uhr. Ihr könnt sie selber basteln. Jedes Kind bekommt eine Wäscheklammer und schreibt seinen Namen darauf. Dann könnt ihr die Wäscheklammer zu dem Bild auf der Uhr stecken, das zeigt, wie ihr euch jetzt gerade fühlt. Auf der Bedürfnisuhr markiert ihr, was ihr gerade in diesem Moment voneinander braucht. So lernst du deine Gefühle und Bedürfnisse besser kennen. Wenn du sie gut kennst und auch sagen kannst, wie du dich fühlst und was du brauchst, lernst du noch etwas Wichtiges. Du kannst dir auch besser vorstellen, was deine Mitschüler und Mitschülerinnen fühlen und was sie brauchen. Du lernst damit Mitgefühl. Wir nennen es auch Empathie. Also, hör auf deine Gefühle und finde heraus, was dahinter steckt.